Diese Leute schlichen sich auf einmal an jemanden auf einer Parkbank heran und berichteten von einigen Codewörtern. Danach wollten sie herumschlendern und eine Unterhaltung führen. Von denen gab es viele. Wir haben ein paar Mal mitgemacht. Sie sind an uns herangetreten. Ich fand es merkwürdig. Die Agenten wollen ihre Regierung in Verlegenheit bringen, damit sie ihren in Neuseeland verhafteten Kollegen helfen. Die Zeitungen geben Sophie Thuranges Identität bekannt. Sie ist Dominique Prieur, die erste weibliche Agentin in der Einsatzeinheit des Geheimdienstes. Ihr sogenannter Ehemann ist in Wirklichkeit Major Alain Maffard, dessen Dossier sich wie das von James Bond liest. Ich versichere Ihnen, dass wir die französische Regierung vor Gericht bringen werden. Ich habe das schon einmal erlebt. 22. September. Schließlich gibt Frankreich zu. Agenten des französischen Geheimdienstes haben die Rainbow Warrior versenkt. Verteidigungsminister Charles Hernu tritt zurück. Der Chef des Geheimdienstes, Pierre Lacoste, wird entlassen. Die Sondereinheit, die die Aktion durchgeführt hat, wird aufgelöst. Es herrschte großes Chaos. So könnte ein normaler Bürger die Situation nennen. Daniel Soulé-Larivière ist einer der Spitzenanwälte in Frankreich. Dies ist nicht das erste Mal, dass er seine Regierung aus Schwierigkeiten geholt hat. Als ich den Minister fragte, was die Regierung von mir erwarte, antwortete er schlicht: Sie besorgen denen natürlich die geringste Strafe. Ich erwiderte, das sei eine klassische Aufgabe. 4. November. In Auckland beginnt die Verhandlung. Major Alain Maffard und Hauptmann Dominique Prieur treffen unter starken Sicherheitsvorkehrungen und großem Medieninteresse und unter vielen Spekulationen am Gericht ein. Die Beweise waren eindeutig. Die Menschen im Land waren der Meinung, dass sie wohl wegen Mordes verurteilt worden wären, wenn es zu einem Mordprozess gekommen wäre. Aber Neuseelands Jahrhundertprozess ist bis zum Mittag vorbei. Soulé hat eine Einigung erzielt. Anstelle von Mord bekennen sich Prieur und Maffard der fahrlässigen Tötung schuldig. Ihre Strafe 10 Jahre. Finden Sie, Sie hätten zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt werden sollen? Ja, das ist meine Meinung. Hier hat ein Verbündeter im Hafen eines anderen Verbündeten eine Bombe gezündet. Das ist kein Terrorismus wie bei der PLO oder der Baader-Meinhof-Gruppe. Und damit sollte Schluss sein. Es war ein Schritt zu weit. Dominique Prieur dachte als erstes daran, dass sie am Ende der Haft zu alt sein würde, um Kinder zu kriegen. Sofort nach dem Urteil sagte ich ihnen: Seien Sie über das Urteil nicht geschockt. Es hat keine Bedeutung. Mir war gar nicht wohl dabei. Ich hatte eine ziemlich genaue Idee von dem, was als nächstes kommen würde. Frankreich hat ein Vetorecht im europäischen Außenhandel. Das nutzt es, um Einfuhren von neuseeländischer Butter und neuseeländischem Lammfleisch zu blockieren. Der Boykott bringt Neuseelands Wirtschaft ins Schleudern. Das Völkerrecht ist für Leute da, die es beachten wollen. Wenn sie mächtig genug sind, brauchen sie es allerdings nicht zu beachten. So einfach ist das. Niemand sagte irgendetwas darüber. Alle hielten still. Totenstille von Seiten der Vereinigten Staaten. Staatsterrorismus war in Ordnung, solange er von einem Verbündeten wie Frankreich verübt wurde. David Lang reist zu den Vereinten Nationen in New York, um eine Einigung mit Frankreich auszuhandeln. Premierminister Lange hat die zwei Agenten ausgewiesen. Priers echter Ehemann wurde zum Sicherheitschef auf der Insel ernannt. Wird vom Gefängnis auf eine Insel mit einer Lagune und einem Kino versetzt. Die Neuseeländer waren damit nie zufrieden. Sie fanden, dass ich sie verkauft hatte. Daran besteht kein Zweifel. Ich suchte moralische Rechtfertigung für das, was ich getan hatte.
Dieser hohe Preis wird der Tochter des Toten nicht gefallen. Das ist die traurige Seite im Leben. Es kann den Menschen ihren Idealismus rauben und sie zynisch und berechnend machen. Dezember 1987. Greenpeace macht, was Frankreich nicht schaffte, die Rainbow Warrior auf den Meeresgrund zu schicken, wo ihr zerbrochener Rumpf zu einem lebenden Riff wird. Ein Haufen großer, starker Männer stand in einem Boot. Sie versuchten einander nicht zu zeigen, dass sie alle weinten. Damit war die Sache abgeschlossen. Außer jedes Jahr an meinem Geburtstag. Es hat uns alle so lange beschäftigt. Überall gingen die Emotionen hoch. Ich denke, so war es richtig, für das alte Mädchen zu gehen. Die französische Regierung fliegt Dominique Prieur nach Paris zurück. Die französische Agentin ist schwanger. Oberstleutnant Maffert hat das Ritterkreuz des Verdienstordens verliehen bekommen. Er beabsichtigt, seinem Hobby der Fotografie von Walen nachzugehen. Zehn Jahre nach dem Anschlag auf die Rainbow Warrior ist Greenpeace in den Südpazifik zurückgekehrt, um gegen Frankreichs Atomtests zu protestieren. Ihr neues Schiff ist die Rainbow Warrior 2. Genau in diesem Augenblick entschlossen sich die Franzosen zu handeln. Raus hier, Tränengas! Aufhören! Hören Sie auf! Können Sie mich noch hören, Stephanie? Aber anstatt Fotos gingen jetzt Satellitenbilder um die Welt. Während des Durcheinanders an Bord eilen Greenpeace-Aktivisten nach Mururoa. Sie schafften es bis zum Bohrturm und kletterten hoch. Dann wurden sie von den Kommandos angegriffen. Sie wurden verhaftet und befragt, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Fernando Pereira. Sie identifizierten sich alle als Fernando Pereira. Kurz darauf schlossen die Franzosen das Testzentrum. Mururoa ist nicht länger Atomtestgebiet. Viele von uns hätten nicht geglaubt, das noch zu erleben.